Moin Moin Leute und seid sehr ganz herzlich willkommen zu einem neuen ATS-Part. Auf eine Wüste. Wo sind wir denn gerade hier? Wir sind irgendwo in der Wüste, keine Ahnung. Ja, gestern sind wir ja bis hierhin irgendwie schon gefahren. Und kam ja fast nicht den Berg da hoch mit unseren 20 Tonnen Mehl, aber hat funktioniert. Wir fahren jetzt direkt im Weg zu unserem Ziel. Und wollten wir nochmal, wir fahren nach Jackpot. Sell Goods. Oder Sell Goods. Irgendwo dahin fahren wir. Und ja. Ich hoffe, wir kommen gut an. Bis jetzt haben wir noch 0% an der Fracht. Also Schaden. Huch, was war das? Das waren kurz unsere drei Räder, auf denen wir gefahren sind. Ja, gut. Ne? Ich habe irgendwie das Gefühl, dass man hier im ATS, also American Truck Simulator, im Vergleich zum Euro Truck Simulator, den ich auch schon gespielt habe, irgendwie hier nicht so schnell umkippt. Ich finde, im Euro Truck Simulator ist man irgendwie viel schneller umgekippt. Ich finde, vielleicht liegt es ja dann in drei Achsen, dass das direkt nochmal jeder hier drei Achsen hat, jeder LKW. Aber irgendwie kommt mir das so vor, dass man hier irgendwie gar nicht so umkippt, so schnell. Sagen wir mal, überhaupt umkippt. Also, finde ich so irgendwie gerade ein bisschen komisch. Ich finde, hier trotz dieser langen Fracht, finde ich, kippt, also wenn man durch die Kurven fährt, merke ich das irgendwie, dass ich irgendwie noch ganz, also gut standfestig bin und nicht irgendwie umkippe oder sowas. Also das im ETS echt bestimmt schon ganz oft auf den Kopf geflogen. Jetzt mal wieder links hier. Das war ein bisschen zu schnell. Habt ihr was gesehen? Nein, ich glaube nicht. Truck lang gebreddert. Dem schließen wir uns einfach mal an. So, jetzt ist mal wieder ein bisschen, bis wir aus den Hufen kommen. Aber ich denke, das geht schon. Schalten. Und ich finde auch, dass man im ATS, also im American Truck Simulator, im Euro Truck Simulator hat man direkt gemerkt, der LKW, yo, der ist hier schon an seiner Drehzahl so im Maximum, der ist hier richtig dreht, also dass die Umdrehungen halt, dann hat die auch richtig laut gehört. Ich finde, jetzt hört man den gar nicht so laut, wenn die, oh, unser Füllstand, der hier am Limit ist, also die Umdrehungen eigentlich beim Maximum in einem Gang sind, also zum Beispiel bei 20.000, dass man dann schalten muss. Ich finde, das hört man gar nicht so. So wie beim, Dings, also wie heißt der denn jetzt? Als wie beim Euro Truck Simulator. Wir müssten mich immer tanken. Ich würde sagen, das nutzen wir jetzt gerade mal aus, weil wir sowieso rechts müssen. Das will ich einfach mal tanken. Ja, 53 Cent finde ich, kann man durchaus mal tanken. Ne? Kann
nochmal mal machen. So. Wie weit haben wir es denn noch? 9 Stunden, ui. Ojo, da kann man ja noch ein bisschen fahren hier. So, dann müssen wir jetzt einmal rechts abbiegen. Stoppschild. Wow. Hello. It's me. Can you hear me? Irgendwie ist das ein Bug, dass die eine Kreuzung da nie links abbiegen, die. Da wo der LKW auch steht. Ist glaube ich irgendwie so ein Bug. Aber ja. Muss ich wieder hochschalten? Ich finde, das merkt man gar nicht so, dass er wirklich die Drehzahl da so richtig hochkommt. Aber ich glaube, wir halten hier gerade so ein bisschen auf. Den Verkehr. Aber wir gehen, werden jetzt langsam schneller. Okay, jetzt geht es einen Berg hoch. Jetzt werden wir überhaupt nicht schneller. Wir werden eher gesagt langsamer. Aber immer wo es einen Berg hoch geht, geht es auch irgendwo wieder runter. So. Den müssen wir wieder hochschalten. Überholen sie uns alle hier. Gibt's ja nicht. Jetzt kommen wir uns aber hier. Ich glaube, wir haben schon mal abgehängt. Gehangen, wie man es jetzt auch immer sagen möchte. Ja, 20 Tonnen, das merkt man halt. Wird das halt immer ein bisschen schwer. Wieso bremsen die jetzt? Was ist jetzt los? Können Sie mir das erklären? Ach so, wenn man sich hier einfädeln muss. Jetzt werden wir gerade mal schneller. Huch. Haben wir da jemanden ausgebremst? Das wollte ich nicht. Ja, okay, wir haben 2% am Peterbilt dann zum eigenen Truck-Schaden. Aber ich denke, der kommt einfach vom Verschleiß dadurch, dass wir es einfach die ganze Zeit auf der Straße fahren, dass wir hier so hin und her fahren, hier, dass wir... Die Reifen nutzen sich halt auch mit ab. Und natürlich auch die Bremsen. Das ist halt alles der Verschleiß, ne? Müssen wir halt, wenn wir die Tour zu Ende haben, direkt alles reparieren lassen bei einer Werkstatt. Denn wir müssen ja mit einem guten, wir müssen ja mit gutem Gewissen hier unsere Frachten transportieren. Nicht, dass wir denken, jo, gleich sind die Bremsen ja sagen wir mal, nicht mehr funktionsfähig und dann das Ende. Das wäre ja auch was. Wir haben ja irgendwie so eine kleine Schlange, sagen wir es mal so. Ja. Aber wenn wir es überholen, ist eigentlich unnötig, denn da vor uns fahren sowieso wieder weitere Autos. Aber komm. Ich glaube, ein LKW macht den ganzen Stau hier. Was ist denn ein bisschen Tempo? Na, links. Straße geht es ja nur geradeaus.
Tagesbus kann entgegenkommen. Aber die bremsen. Oh, unser erster Aufenthalt in Ellie. In Ellie, das hört sich auch ein bisschen komisch an, ne? Ja. Gut, ne, ich würde sagen, das war's, ne? Oh, du. Holy moly. Das war was. Das war aber gerade knapp, ne? Ihr habt nichts gesehen. Hier ist ein Parkplatz. Ich würde sagen, parken wir uns erstmal kurz hin. Parken wir uns hin. Boah, das ist ja echt schön hier gemacht. Das sieht ja schön aus. Boah, sieht ja echt cool aus. Das Haus gefällt mir gerade irgendwie richtig gut. Und die Laterne gefällt mir nicht so gut, wenn wir dagegen fahren. Da können wir eine Rast einlegen. Ja, ich würde sagen, das war es auch wieder für diesen Part. Wir werden sehen, ob noch zwei oder drei Parts kommen werden. Also ob jetzt noch einer kommen wird und noch zwei, so richtige Formulierung. Und ich würde sagen, wir sehen uns in der morgigen Folge wieder. Macht's gut. Bis dahin. Tschüss.